Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. 4 Tage nach dem Schiffsunglück vor Italien haben Taucher an Bord der Costa Concordia 5 weitere Leichen entdeckt. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten auf mindestens 11. Unter ihnen ist nach Angaben des italienischen Senders Rai auch ein Deutscher. Vor der toskanischen Küste hatte das Schiff mit mehr als 4.200 Menschen an Bord einen Felsen gerammt und war gekentert. Dem Kapitän wird vorgeworfen, zu nah an die Insel Giglio herangefahren zu sein. Die Retter kamen zu spät. Traurige Gewissheit am Wrack der Costa Concordia. Am Nachmittag waren die Rettungstaucher bei ihrer Suche nach Vermissten auf 5 Leichen gestoßen. Eine Frau, 4 Männer, vielleicht Passagiere, wir wissen es noch nicht. Sie trugen noch ihre Schwimmwesten und waren zwischen 50 und 60 Jahre alt. Versucht hatte man in den letzten Tagen alles. Erst heute sprengten Soldaten Löcher in den Rumpf des Unglücksschiffes. Die Rettungstaucher konnten so besser in die engen Gänge der gekenterten Costa Concordia kommen. Unterwasserbilder vom Tauchgang zeigen, wie schwierig es für die Retter ist, im völligen Dunkel mit Taucherlampen ausgestattet voranzukommen. Eine sehr gefährliche Arbeit. Hier der Blick in eine Kabine. Auch bei der Justiz in Grosseto muss es heute dramatische Stunden gegeben haben. Den ganzen Tag über wurde der Kapitän des Unglücksschiffes verhört. Francesco Schettino wurde in Handschellen abgeführt, jetzt offiziell verhaftet. Seine Aussage über den Ablauf der Ereignisse hat unsere Anklage gegen ihn nicht verändert. Schettinos Anwalt erklärte dagegen, das vom Kapitän ausgeführte Wendemanöver nach dem Zusammenstoß mit dem Fels habe sogar Leben retten helfen. Die Hafenbehörde von Livorno gab den Mitschnitt eines Telefonats von Schettino mit dem Hafenkommandanten Gregorio De Falco frei. Ein Telefonat, dem Schettino schwer belastet wird. Eindringlich und energisch fordert der Hafen den Schiffskommandanten auf, an Bord zurückzukehren. Schettino weigert sich, der Ton wird lauter. Er überlässt die Passagiere ihrem Schicksal. In Todesangst versuchen die Menschen, sich abzuseilen, während der Kapitän sich schon an Land begeben hatte. Hier das Video des Unglückstages von der Küstenwache. Sehen Sie zu, dass Sie endlich an Bord kommen, brüllt De Falco. Heute wurden auch erste Versuche unternommen, das Naturschutzgebiet vor auslaufendem Dieselöl zu schützen. Die Behörden riefen den Notstand aus. Zum Stand der Rettungsarbeiten an der Unglücksstelle jetzt live von der Insel Giglio, Mira Bartelmann. Auch morgen wird die niederländische Spezialfirma, die mit dem Abpumpen des Treibstoffs beauftragt ist, wohl nicht mit den Arbeiten beginnen können. Die Bergungsarbeiten haben absolute Priorität und die Zeit drängt. Bereits für Donnerstag ist ein schwerer Sturm vorausgesagt und aller Wahrscheinlichkeit müssen die Bergungsarbeiten dann wieder unterbrochen werden. Und niemand kann derzeit garantieren, ob sie, wenn sich der Sturm gelegt hat, wieder fortgesetzt werden können. Und damit zurück nach Hamburg. Mehr zu dem Schiffsunglück in Italien und den Vorwürfen gegen den Kapitän der Costa Concordia finden Sie bei uns im Internet in voller Länge, auch das Protokoll seines Gesprächs mit der Hafenbehörde, in dem er sich weigert, auf das Schiff zurückzukehren, obwohl die Evakuierung noch andauert. Nach wochenlangen Auseinandersetzungen geht die EU-Kommission rechtlich gegen Ungarn vor. Sie hat nach Angaben von Kommissionspräsident Barroso 3 Verfahren wegen Verletzung der EU-Verträge gegen das Land eingeleitet. Die von der Regierung in Budapest durchgesetzten Gesetzesänderungen verstießen gegen europäisches Recht. Es gäbe Zweifel daran, dass ungarische Behörden noch unabhängig arbeiten könnten. Die Zeit des Wartens und Prüfens ist vorbei. Von Straßburg sendet die EU-Kommission ein deutliches Signal nach Ungarn. Aus ihrer Sicht sei dort die Unabhängigkeit der Notenbank in Gefahr, ebenso wie die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten. Und auch auf die Justiz verschaffe sich die Regierung Einfluss. Wir hatten die Hoffnung, dass die ungarische Regierung die notwendigen Veränderungen vornehmen würde, damit der Respekt vor den europäischen Gesetzen garantiert ist. Das war nicht der Fall. Jetzt leiten wir die Vertragsverletzungsverfahren ein. Die Proteste im eigenen Land haben die ungarische Regierung bis jetzt offenbar nicht beeindruckt. Durch die Verfahren der Kommission drohen Viktor Orbán Geldstrafen. Im schlimmsten Fall der Entzug des Stimmrechts in der EU. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg.
In Brüssel kündigte Ungarns EU-Botschafter an, man werde sich die konkreten Vorwürfe der EU-Kommission jetzt genau anschauen. Aber, und das wäre nicht unsere favorisierte Option, wir wollen nicht ausschließen, dass wir in manchen Fällen sagen werden, sorry EU-Kommission, da stimmen wir nicht zu. Hier in Straßburg will Orbán morgen mit dem Europäischen Parlament diskutieren. Viktor Orbán will sich gegen die, wie er sagt, Verleumdungen und Lügen der internationalen Linken verteidigen. Viele Parlamentarier dagegen sehen in Ungarn die Demokratie in Gefahr. Aber Europa hat einen Hebel. Das hochverschuldete Ungarn will Hilfskredite von der Europäischen Kommission. Die Gespräche darüber liegen aber so lange auf Eis, bis der Konflikt um die Gesetze gelöst ist. Der Sozialdemokrat Martin Schulz ist neuer Präsident des Europäischen Parlaments in Straßburg. Der 56-Jährige erzielte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Schulz tritt die Nachfolge des konservativen Jerzy Buzek aus Polen an. Die beiden größten Fraktionen im Parlament wechseln sich zur Hälfte der fünfjährigen Legislaturperiode traditionell in der Amtsführung ab. Er wolle dem Parlament eine starke Stimme geben, kündigte Schulz nach seiner Wahl an. Nicht mehr mit dem Holzhammer, sondern mit einem Glöckchen will der neue Präsident des Europäischen Parlaments künftig für Ordnung sorgen. Aber das heißt nicht, dass es hier künftig sanfter zugeht. Martin Schulz findet, dass man die Glocke besser hört und dass das Parlament gehört wird. Dafür will er auch in seiner neuen Würde sorgen. Ich werde versuchen, so zu reden, dass jeder versteht, was ich meine. Und im Fall, dass es krachen muss, da muss es halt in Würde krachen. Dieser Krach ist eher wahrscheinlich. Schulz kritisiert seit langem, dass Europas Regierungschefs die wichtigsten Fragen, wie etwa die Euro-Krise, am liebsten unter sich ausmachen. Das Europäische Parlament werde umgangen, die nationalen Parlamente könnten Beschlüsse nur noch abnicken. Wer glaubt, meine Damen und Herren, man könne ein Mehr an Europa mit einem weniger an Parlamentarismus schaffen, dem sage ich hier und jetzt den Kampf an und ich hoffe mit Ihnen gemeinsam. Dass Schulz Konflikte mit Mächtigen nicht scheut, bewies er schon vor 8 Jahren. Der damalige italienische Regierungschef Berlusconi wusste sich nicht anders zu helfen, als den Abgeordneten aus Würselen bei Aachen mit einem Nazischergen zu vergleichen. Schulz will das Parlament zum Zentrum der europäischen Debatte machen. Und dafür drückten ihm heute auch seine Vorgänger die Daumen. Martin Schulz ist ein Kämpfer. Und wenn er seine Parteizugehörigkeit zurückstellt und für die Einigung Europas und die Rechte des Europäischen Parlaments kämpfen wird, und diese Erwartung habe ich, dann wird er große Unterstützung haben und auch sehr, sehr viel erreichen. Schulz löst in Polen Jerzy Buzek ab, der als erster Osteuropäer eine europäische Institution geleitet hatte. Die Herabstufung des Euro-Rettungsschirms ist an den Märkten mit Gelassenheit aufgenommen worden. Bei einer Auktion von Anleihen nahm der IFSF heute 1,5 Milliarden Euro ein. Der durchschnittliche Zinssatz lag auf niedrigem Niveau bei 0,27%. Die Nachfrage war dreimal so hoch wie das Angebot. Gestern hatte die US-Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit des EFSF von der Bestnote, dem dreifachen A, um eine Stufe gesenkt. Die Bundesregierung will voraussichtlich morgen eine zentrale Neonazi-Datei von Bund und Ländern beschließen, als Reaktion auf die lange unentdeckt gebliebene Mordserie von Rechtsterroristen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der Behörden zu verbessern. Justiz und Innenministerium haben sich nach längerem Streit jetzt darauf verständigt, wer in dieser Datei gespeichert werden soll. In der neuen Datei sollen Rechtsextremisten erfasst werden, die einen klaren Bezug zu Gewalttaten haben. Dazu zählt auch, wer finanziell oder logistisch Hilfe bei Gewalttaten leistet. Alle Sicherheitsbehörden müssen an dieser Datei mitarbeiten. Wir führen das erste Mal die Dateien und die Daten zusammen aus den Dateien der Polizei in der Länder, der Verfassungsschutz der Länder und des Bundes. Und das ist sehr wichtig. Auch als Möglichkeit, Strukturen effizient zu durchdringen. Rechtsextremisten, die Gewalt nur rein verbal bejahen, kommen nicht in die Datei, sondern nur die, die konkret zu einer Gewalttat aufrufen. Auf diese Unterscheidung hatte die Justizministerin gedrungen. Wir wollen einen konkreten Bezug, zum Beispiel Aufruf zur Gewalt von einem Mitglied der NSU oder der Zwickauer Zelle. Das würde dann als Anhaltspunkt ausreichen, als Tatsache ausreichen, um in der Datei künftig gespeichert zu werden.
Im Bundestag sind sich unterdessen alle Fraktionen einig, zur Aufklärung der Fahndungspannen bei der Zwickauer Terrorgruppe einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, den der SPD-Abgeordnete Sebastian Edati leiten soll. Wir müssen genau gucken, wo liegen die Fehler im System, wo liegt persönliches Versagen vor und daraus die richtigen Konsequenzen ziehen. Zusätzlich zum Untersuchungsausschuss wird eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe berufen, um sicherzustellen, dass die Parlamentarier problemlos alle Unterlagen aus den Ländern bekommen. Die Debatte um rechtsextreme Gewalt spiegelt sich auch in der Wahl zum Unwort des Jahres wieder. Eine Jury entschied sich für den Ausdruck Dönermorde. So wurde die Mordserie an 8 türkisch und einem griechischstämmigen Kleinunternehmer genannt. Später wurde der rechtsextreme Hintergrund entdeckt. Der Begriff stehe dafür, dass die politische Dimension der Taten lange verkannt worden sei. Außerdem würden die Opfer wegen ihrer Herkunft auf ein Imbissgericht reduziert, so die Jury. Im Nordosten von Äthiopien sind nach Medienberichten 5 ausländische Touristen bei einem Überfall erschossen worden. Unter ihnen sollen auch Deutsche sein. Dem Auswärtigen Amt liegt nach eigenen Angaben noch keine Bestätigung vor. Den Hinweisen werde nachgegangen. Der Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleibt vorerst stabil bei höchstens 17,98 Euro im Monat. Das kündigte die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF an. Sie übergab heute in Mainz ihren Bericht. Hier steht sie drin, die Nachricht für den Gebührenzahler. Der Beitrag soll nicht erhöht werden und das mindestens bis Ende 2014. So empfiehlt es die KEF der Politik in ihrem neuen Bericht. Ich glaube, dass es unter den Umständen einer tiefgreifenden Veränderung der Gebührenfindung hin zu einem anderen Maßstab eine sehr weise Entscheidung ist, die KEF hier getroffen hat und die sie den Ministerpräsidenten vorschlägt. Bislang ist die Rundfunkgebühr geräteabhängig. Ab kommendem Jahr gilt ein neues Finanzierungsmodell. Dann heißt es eine Wohnung, ein Rundfunkbeitrag, aber es bleibt weiterhin bei 17,98 Euro, egal welche und wie viele Geräte genutzt werden. Damit sind die Gebühren dann insgesamt über einen Zeitraum von 6 Jahren stabil und das trotz gestiegener Kosten, so die ARD-Vorsitzende. Das kommt aber ja nicht von ungefähr, dass es stabil bleibt. Wir haben sehr, sehr viel dafür getan. Die KEF hat uns bestätigt, dass wir in der zurückliegenden Gebührenperiode, die jetzt abläuft, Nettoeinsparungen von 1,4 Milliarden hatten in der ARD. Und weil die Gebühr eben stabil bleibt, heißt das auch für die Zukunft sparen, sparen, sparen. Noch ist unklar, wie sich das neue Finanzierungsmodell auf die Einnahmen für die Rundfunkanstalten auswirken wird. In 3 Jahren soll daher neu gerechnet werden. Fest steht, die ARD will nicht am Programm sparen. Zugreisende, die sich auf eisglatten Bahnsteigen verletzen, können Schadensersatz von Bahnunternehmen verlangen. Das hat der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil entschieden. Die Bahn sei dazu verpflichtet, für sichere Züge und für einen sicheren Zu- und Abgang zu sorgen. Die Verantwortung dafür könne nicht auf Subunternehmer abgewälzt werden. Geklagt hatte eine Frau, die sich bei einem Sturz das Handgelenk gebrochen hatte. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 18. Januar. Morgen wird es auch Richtung Nordosten vorübergehend freundlicher, bevor atlantische Tiefausläufer wieder Regen bringen, der in der Nacht zum Donnerstag auf gefrorenem Boden für gefährliche Glätte sorgen kann. Heute Nacht ist es vielfach klar oder nur locker bewölkt, an Oder und Neiße anfangs noch ein paar Tropfen oder Flocken, stellenweise gibt's überfrierende Nässe oder Reifglätte. Morgen scheint abseits lokaler Nebelfelder häufig die Sonne, am Nachmittag dann von Nordwesten und Westen Wolken, die Regenfälle, örtlich auch gefrierenden Regen bringen. Der Südwestwind wird schwach bis mäßig, frischt später im Nordwesten auf, an der Nordsee bläst er dann stark mit Sturmböen. In Nordfriesland heute Nacht plus 3 Grad, im Süden teilweise wieder strenger Frost. Morgen im Südosten 0, am Niederrhein bis 7 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ziehen teilweise ergiebige Regenfälle südostwärts und liegen am Tag über der Mitte und im Süden. Zum Teil ist gefrierender Regen oder Schnee dabei. Im Norden wechselhaft und windig, vor allem in Küstennähe Regen, Schneeregen oder Graupelschauer, örtlich auch Gewitter. Unbeständig und nasskalt geht's dann ins Wochenende. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, darin Kapitän ohne Kompass, das Versagen beim Kentern der Costa Concordia und machtloses Parlament. Fragen von Karin Mioska an Martin Schulz über seine neue Rolle in Europa.